Rettungspaket für die Lufthansa. Der Bund will bis zu 9 Milliarden Euro geben, aber nur im Notfall in die Geschäfte eingreifen. Schwere Verwüstungen in Asien. Durch den Wirbelsturm Amphan sterben in Indien und Bangladesch mehr als 80 Menschen. Ein Vatertag mit Vernunft. Die Feiertagsausflügler haben sich überwiegend an die Corona-Regeln gehalten. Guten Abend, herzlich willkommen zu den Heute-Nachrichten an Christi Himmelfahrt. Das Rettungspaket für die Lufthansa scheint so gut wie beschlossen zu sein. Das bestätigte der Konzern in der Nacht. 9 Milliarden Euro Staatshilfe, also Steuergeld, damit die Fluggesellschaft infolge der Corona-Krise nicht pleite geht. Inwieweit der Staat dafür an dem Unternehmen beteiligt wird und eine gewisse Mitsprache erhält, war lange ein großer Streitpunkt. Der scheint jetzt ausgeräumt, wie Dominik Lessmeister berichtet. Fast die ganze Flotte am Boden. Lange kann die Lufthansa den Corona-bedingten Stillstand nicht mehr verkraften. Mit milliardenschweren Staatshilfen will die Bundesregierung nun helfen. Das Rettungspaket beinhaltet ein KfW-Darlehen über 3 Milliarden Euro. Hinzu kommt eine direkte Staatsbeteiligung von 20%. Im Notfall kann der Bund weitere 5% plus eine Aktie übernehmen, etwa um eine feindliche Übernahme zu verhindern. Der Staat hat natürlich auch ein klares Interesse, wenn er so viel Geld gibt. Und mit 9 Milliarden ist das ja, sagen wir, der größte Rettungsplan für ein deutsches Unternehmen. Da ist es sicherlich zu erwarten, anders dem Steuerzahler, glaube ich, nicht zu erklären, wenn man da nicht im Gegenzug auch ein gewisses Mitspracherecht bekommt. Mit 20% der Aktien wäre der Staat stärkster Anteilseigner, würde zwei Aufsichtsräte besetzen. Eine Sperrminorität hätte er aber nur im Notfall. So wie das aussieht, wird der Staat die Lufthansa stabilisieren, ohne operativ und strategisch ins Geschäft einzugreifen. Das ist genau der richtige Weg. Die Gewerkschaft UFO begrüßt zwar die Staatshilfe, kritisiert aber die fehlende Absicherung der Mitarbeiter. Für uns ist diese Einigung, in der zumindest eine Arbeitsplatzsicherheit erstmal nicht ersichtlich ist, extrem enttäuschend. Da hätte die Politik deutlich stärkere Signale setzen können und auch müssen, wie wir finden. Auch Auflagen zum Klimaschutz hat die Bundesregierung nicht gemacht. Neben Vorstand und Aufsichtsrat muss auch eine außerordentliche Hauptversammlung der Staatshilfe noch zustimmen. Also viele Milliarden Steuergeld für die Lufthansa, aber ein Mitspracherecht für den Staat nur im Notfall. Stefan Schlösser in Frankfurt, ist das die Lösung, mit der die Lufthansa gut leben kann? Ja, es ist ein Kompromiss, es ist ein Geben und Nehmen, aber die Lufthansa hätte damit zumindest ihr wichtigstes Ziel erreicht. Staatshilfe ja, aber eben keine staatliche Geschäftsführung. Genau dafür hat der Vorstandschef Carsten Spohr in der Vergangenheit ja getrommelt. Der Staat solle sich aus dem operativen Geschäft heraushalten und könnte dann nicht, anders als zum Beispiel die französische Regierung bei der Air France, in Zukunft Druck ausüben, dass man vielleicht nur noch europäische Airbus-Flugzeuge kauft, dass man auf Inlandsflüge verzichtet oder dass man nur noch bestimmte Strecken fliegt. An solchen Wunschkatalog, der wurde auch schon von verschiedener Seite in Deutschland formuliert. Zum Beispiel, dass der Hauptstadtflughafen, wenn er dann endlich mal fertig ist, in Zukunft mehr von der Lufthansa angeflogen wird, obwohl das vielleicht gar nicht wirtschaftlich ist. Und genau über solche Fragen wird weiterhin allein die Konzernführung entscheiden. Im Gegenzug gibt es eben zwei staatliche Aufseher im Aufsichtsrat. Die Dividende wird wohl gestrichen und die Managervergütung angepasst. Das sind dann die Kröten, die das Unternehmen an der Stelle zu schlucken hat. Die Einzelheiten von Stefan Schlösser. Vielen Dank dafür nach Frankfurt. Im Radio, in Zeitungen und im Fernsehen ist sie bereits verboten, die Tabakwerbung. Jetzt plant die Koalition weitere Werbeverbote. Darauf haben sich Union und SPD nach langen Verhandlungen verständigt. So soll Außenreklame etwa auf Plakaten für herkömmliche Zigaretten ab 2022 verboten werden, für E-Zigaretten ab 2024. Ungarn will seine umstrittenen Transitzonen für Asylbewerber schließen. Damit wolle man sich dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshofs beugen, so die Regierung. In diesen Zonen werden Asylbewerber in abgeschotteten Containerlagern festgehalten. Der EuGH hatte diese Unterbringung als Verstoß gegen EU-Recht eingestuft. Die Bedingungen an der Grenze zu Serbien glichen einer Inhaftierung. Die Zahl der weltweit registrierten Corona-Fälle hat die Marke von 5 Millionen überschritten. Das geht aus den Daten der Johns Hopkins-Universität hervor.
Hier in Deutschland haben sich fast 179.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Davon gelten rund 158.000 als genesen. 8.195 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Durchschnitt der vergangenen 7 Tage haben sich täglich 620 Menschen neu angesteckt. Auch Christi Himmelfahrt war heute von den Corona-Regeln geprägt. Der bundesweite Feiertag wird immer 40 Tage nach Ostern begangen. Bei sommerlichen Temperaturen konnten viele der traditionellen Gottesdienste im Freien stattfinden. Himmelfahrt ist aber auch Vatertag. Dazu treffen sich eigentlich Jahr für Jahr Männer mit Bier und Bollerwagen. Schwierig in Corona-Zeiten. Wie die Menschen in Hamburg den Feiertag nutzten, berichtet jetzt Steffen Wachs. Statt Bollerwagen eine Bootsfahrt. Viele Hamburger und Tagestouristen nutzen den Tag eher anders, um wiedergewonnene Freiheiten zu genießen. Zum Beispiel für eine Hafenrundfahrt. Jetzt wieder möglich, wenn auch mit Einschränkungen. Auch draußen auf dem Oberdeck ein bisschen besser verteilen. Maskenpflicht und Mindestabstand, die Schiffe daher nur halb besetzt. Wir haben gleich 3 Tage Hamburg gemacht. Man muss ja endlich mal raus. Ne? Bei dem Wetter vor allen Dingen unbedingt. Und der Vorteil, muss man ja auch sagen, es ist nicht so voll auf den Schiffen. Ungewohnt leer auch eine andere Attraktion, das Miniaturwunderland. Statt 1000 jetzt nur 200 Besucher zeitgleich erlaubt. Und die müssen eine extra Wunderländer-Straßenverkehrsordnung beachten. Weil wir gemerkt haben, wir haben Engstellen, wir haben Teile, wo wir richtig Platz haben. Und wir müssen die Leute irgendwie dazu bringen, dass sie sich nicht auf diese Abstandsregel konzentrieren können, sondern auf die Anlage. Spontane Besucher heute selten, deshalb keine Wartezeiten. Die meisten hatten einen Termin gebucht und die Tour geplant. Ich fahre immer Vatertag mit den Kindern weg und dann haben wir am Sonntag gelesen, dass Hamburg schon offen ist, dass man hier schon ein bisschen was unternehmen kann. Grillen im Stadtpark allerdings verboten, auch Picknick. Wichtig die Zahl 10. So viele Menschen aus 2 Haushalten durften sich in einer Gruppe treffen. Laut Polizei hielten sich auch die meisten heute an die Regeln. Viele polnische Pendler wollen den Feiertag offenbar für ein verlängertes Wochenende nutzen. Die Folge: an der Grenze haben sich wieder lange Staus gebildet. Auf der A4 bei Görlitz standen die Autos und Lkw wegen der polnischen Grenzkontrollen auf über 40 Kilometern. Auf der A12 bei Frankfurt an der Oder sogar auf mehr als 50 Kilometern. Zum Fußball. Auch die Saison der 3. Liga soll zu Ende gespielt werden. Das entschied der DFB und legte den 30. Mai als Termin für den Neustart fest. Und in der 1. Bundesliga will Wolfsburg seine Negativserie gegen Dortmund beenden. Anja Fröhlich. Seit 6 Spielen hat Wolfsburg gegen den BVB keinen Treffer mehr erzielt. Der 2:1-Sieg gegen Augsburg am vergangenen Samstag gibt zwar Selbstvertrauen. Dennoch, gegen den 2. der Liga, gegen Dortmund, muss sich die Mannschaft von Trainer Glasner steigern. Ich denke einfach, dass wir absolut auf unserem obersten Level agieren müssen, um überhaupt eine Chance zu haben gegen Borussia Dortmund. Die Lust am Spiel ist bei den Dortmundern derzeit sehr ausgeprägt. Sinnbild hierfür der Stürmerstar aus Norwegen, Aaland. Im Ruhrderby gegen Schalke gab es eine schwarz-gelbe Machtdemonstration. Ein 4:0, der höchste Derbysieg seit 1966. Geht es nach Lucien Favre, so soll der Tabellenzweite auch auswärts 3 Punkte holen. Denn die Dortmunder wollen weiterhin erster Bayernjäger bleiben. Was kostet ein echter Picasso? Eine Frau aus Italien brauchte nur 100 € los und eine große Portion Glück. Und dieses Werk war ihres. Eine Zeitung und ein Absinthglas zeigen die Pinselstriche des spanischen Meisters. Schätzwert 1 Million €. Insgesamt kamen durch den Losverkauf mehr als 5 Millionen € zusammen. Davon geht eine an den alten Besitzer. Der Rest fließt in Hilfsprojekte. Eine Aktion für den guten Zweck und für die glückliche Gewinnerin ein Picasso zum Schnäppchenpreis. Und wir haben noch das Wetter. Morgen ziehen von Westen her kompakte Wolken auf und es regnet, anfangs nur wenig, später heftiger und teils begleitet von Blitz und Donner. Ganz im Süden bleibt es überwiegend trocken bei 15 bis 29 Grad.